MeToo heißt der Hashtag, unter dem all diese Erfahrungen gesammelt werden. MeToo ist Englisch und bedeutet Ich 2. Das soll für die vielen Menschen in Deutschland stehen, die einen Migrationshintergrund haben. Also deren Eltern oder Großeltern nach Deutschland eingewandert sind oder die selbst irgendwann hierher gekommen sind. Ich selbst bin Deutscher, habe aber einen Migrationshintergrund und fühle mich auch zur Türkei verbunden, weil dort meine Verwandten wohnen. Ali Chan hat den Hashtag MeToo erfunden. Nun berichten jeden Tag Menschen in sozialen Medien über ihre Erfahrungen, die sie nur machen mussten, weil sie zum Beispiel eine dunklere Hautfarbe haben. Oh, hätte nie gedacht, dass du kurdisch bist. Wieso? Du sprichst nicht so wie die und bist anders angezogen. Sie müssen hier noch, können Sie Deutsch verstehen? Ja, natürlich. Na, so natürlich ist das nicht. Du bist nicht wie die anderen Türken. Du bist okay. Kommst du jetzt aus China? Kommst du jetzt aus Japan? Isst du eigentlich Hundefleisch oder Katzenfleisch? Können deine Eltern überhaupt Deutsch? Oft sind solche Kommentare oder Fragen gar nicht böse gemeint. Trotzdem verletzen sie die betroffenen Menschen. Viele meiner Erfahrungen habe ich jahrelang in mich reingefressen. Manche Sachen habe ich gestern zum ersten Mal geschildert. Und so wie mir geht's halt sehr vielen anderen. Dieser Alltagsrassismus entsteht oft durch Vorurteile und Klischees, die man sich im Laufe der Zeit durch Familie, Freunde oder Medien angeeignet hat. Ich glaube einfach, dass viele Leute bis heute diese ganzen Erfahrungen, die unter MeToo geschildert werden, dass sie einfach schockiert sind, dass es sowas gibt. Und vielleicht verstehen Leute, dass das Alltag von Migranten seit Jahrzehnten ist. Diesen Alltagsrassismus gibt es natürlich nicht nur gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund, sondern genauso auch in die andere Richtung. Daher ist es wichtig, dass sich jeder, egal ob hell oder dunkel, dick oder dünn, groß oder klein, immer wieder selbst hinterfragt, was er wie sagt. Dann wären viele Probleme schon gelöst.